25. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Wasserstoffhochlauf pragmatisch, schnell und technologieoffen voranbringen. Für eine starke Wirtschaft, für Klimaneutralität. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Nehmen Sie bitte Platz. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Oliver Grundmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 3 Jahren haben wir die nationale Wasserstoffstrategie hier in diesem Bundestag auf den Weg gebracht. Und wir wollten Deutschland zu einem globalen Marktführer für die Wasserstoffwirtschaft machen. Da stehen wir auch noch heute zu. Und Klimaschutz made in Germany, technologieoffen, das war dabei unsere Devise. Und wenn wir heute in die geleakte Fortschreibung der Wasserstoffstrategie schauen, die ja ohnehin viel zu spät kommt, sie ist ja überfällig, dann sehe ich Mutlosigkeit. Regulatorische Hürden, vor allem für alle Wasserstofffarben, die nicht grün sind, Ausbauziele, die sehr ambitioniert sind, aber die wir so nicht erreichen werden, durch Überregulierung, durch planwirtschaftliche Festlegung oder etwa durch Staatsbeteiligung. Und bei uns in der CDU-CSU-Fraktion herrscht eine ganz große Einigkeit, dass wir sehr viel breiter uns aufstellen müssen und dass wir vor allen Dingen Tempo machen müssen, dass wir vorangehen müssen, um dort auch voranzukommen. Und das heißt erstens, keine überbordende Bürokratie. Die USA und der Inflation Reduction Act, der zeigen uns in aller, ja auch positiven Dramatik, die Zeiten für Ideologie und für Goldrandlösungen, die müssen ein für alle Mal vorbei sein. Investitionen in grünen Wasserstoff, die fließen geradezu im Milliardenmaßstab derzeit aus Europa, aber insbesondere auch aus Deutschland ab, in die Vereinigten Staaten. Die fliehen vor Regulierungswut und vor Bürokratie. Und ja, sie haben auch entsprechende Steueranreize. Und zweitens, was soll diese einseitige Farbenlehre, die wir hier sehen? Wir brauchen alle Wasserstofffarben. Beim blauen Wasserstoff müssen wir endlich in die Hufe kommen. Das heißt, wir brauchen heute die Entscheidungen für den Bau von Infrastruktur. Das ist überfällig, damit wir morgen die Häfen fertig haben, damit die Schiffe gebaut werden können und damit natürlich auch die Pipelines rechtzeitig verlegt werden. Wir brauchen auch heute die Entscheidung zu einer echten CO2-Kreislaufwirtschaft. Denn nur mit Entscheidungen heute werden die großen CCU-Prozessketten überhaupt rechtzeitig auf den Weg gebracht werden. Und für weitere Mengen brauchen wir dann natürlich auch die sichere Einlagerung von CO2 mit der entsprechenden Infrastruktur und heute auch die Entscheidung, dass wir sie über den grenzüberschreitenden Transport zulassen. Und die Produktion von türkisem Wasserstoff, naja, auch in breiten Teilen von Ihnen nicht gewünscht. Biogener Wasserstoff, der ist zu billig, passt auch nicht in die All-Electric-Agenda des noch Staatssekretärs. Und vom pinken Wasserstoff aus Kernenergie, naja, da werden wir das wohl zukünftig auch dann so handhaben, dass wir diesen Wasserstoff genauso wie Atomstrom dann zukünftig aus den Nachbarländern importieren werden. Kurzum, wir haben die größte Klappe. Wir haben die größten Ambitionen. Aber wir haben den kleinsten Instrumentenkasten, um diese Ziele, die wir haben, überhaupt zu realisieren, um die zu ermöglichen. Und dieser deutsche Sonderweg, der hier von Ihnen beschrieben wird, der verheißt ehrlicherweise nichts Gutes. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, Transport- und Speicherinfrastruktur. Unglaublich wichtig. Wir brauchen Wettbewerb und Tempo statt Überregulierung und Staatsbeteiligung. Und das gilt insbesondere auch für den Bau von landbasierten Importterminals, die im Gegensatz zu gescharterten FSRUs, die dringend notwendig sind in der jetzigen Situation, die aber eben für die Zukunft die einzigen sind, die uns die benötigten klimaneutralen Energieträger kostengünstig und klimagerecht auch anlanden lassen. Die Flüssiggasinfrastruktur von morgen, das ist die Wasserstoff-E-Fuel-Biokraftstoff-Infrastruktur für alle klimaneutralen Energieträger von übermorgen. So, und vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, dass
dass wir mit der Anlandung, die wir realisieren und mit den Verteilen dann, mit der Verteilung über unsere Netze, die gleichen Häfen, Knotenpunkte und Verteilnetze nutzen können, die wir dann heute bauen und damit eben keine Stranded Investments schaffen. Deshalb ist der Pipeline-Ausbau auch heute dringend überfällig. Und deshalb keine Fixierung auf rein Wasserstoffanwendungen. Industrie und Haushalte brauchen eben mehr, nicht nur reinen Wasserstoff. Damit können sie häufig eben auch nichts anfangen. Nicht zwingend die Heizungen rausreißen, sondern es heißt, dass wir eben die Energieträger klimaneutral machen müssen und dass wir vorher auch einen vernünftigen Plan brauchen. Zum Beispiel ein kommunaler Wärmeplan wäre das Allerrichtige und Entscheidende gewesen, damit wir die Menschen hier nicht verwirren. Um es ganz deutlich zu sagen, es ist vermessen zu glauben, dass wir hier mit grünem Wasserstoff eigenproduziert hier unseren gesamten Bedarf decken können. Deswegen die Fortschreibung der Wasserstoffstrategie. Und vor allen Dingen die entschlossene und überfällige Umsetzung, die entscheidet über die Zukunft unseres Landes. Und deswegen bringen wir diesen Antrag hier auch voller Mut und Entschlossenheit ein. Das Wort hat der Kollege Andreas Rimkus für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beim Lesen des hier zur Debatte stehenden Antrags fällt auf, es gibt Schatten, aber durchaus auch Licht, lieber Oliver Grundmann. Hier stehen durchaus einige richtige und wichtige Punkte. Das könnte damit zu tun haben, dass die Union recht umfänglich bei der Koalition abgeschrieben hat, insbesondere beim Wasserstoffbeauftragten der SPD-Bundestagsfraktion, der gerade die Ehre hat, vor Ihnen zu sprechen. Die rhetorischen Dreiklänge und Begriffspaare rund um Pragmatismus, Geschwindigkeit und Volumen bzw. Technologieoffenheit habe ich bereits im Januar zum Motto für dieses Jahr ausgerufen. Da gibt es auch Pressemeldungen, können Sie nachlesen auf meiner Website, wobei haben Sie ja wahrscheinlich schon gemacht. Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist kein Vorwurf, sondern ich freue mich sehr, dass ich damit behilflich sein konnte. Der Antrag verdient nämlich durchaus Würdigung. Und auch eine differenzierte Betrachtung, wie ich finde. Etwas historische Einordnung, Lob und Kritik. Wenn ich jetzt sage, dass ich heute mit dem Sandwich-Prinzip arbeiten werde, dann müssen Sie sich also keine Sorgen machen, dass ich gleich was zu essen hervorhole, sondern ich werde meine Kritik durchaus in etwas Lob einpacken. Dann wird es auch leichter verdaulich. Zunächst einmal ist es gut, dass die Union sich umfänglich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt hat. Sie schlagen einen großen Bogen von Forschung und Entwicklung über Erzeugung, Import, Infrastruktur und Logistik bis hin zur Anwendung. Eine Perspektive fehlt allerdings völlig, und das sind die erneuerbaren Energien. Egal ob Elektrolyse, Pyrolyse oder Ammoniak-Cracking, wir müssen die Erneuerbaren immer mitdenken. EE, H2 und die dazugehörigen Infrastrukturen bilden die drei Standbeine der Energiewende. Wir können eines nicht ohne das andere denken. Dies ist bezüglich übrigens auch bemerkenswert, dass Sie hier mit der Wasserstoffstrategie 1.0 aus 2020 angeben. Auch damals waren erneuerbare Energien in diesem Zusammenhang sehr relevant. Die gelinde gesagt starke Zurückhaltung der Union beim Ausbau der Erneuerbaren und ihre irrige Annahme über Ausbaupotenzial und Stromverbrauch, all das mündete damals darin, dass die Union die Elektrolyse stark begrenzen wollte. 2020, vor zweieinhalb Jahren. Sie schreiben, mit der Ampel gäbe es Rückschritt in Sachen Wasserstoff. Ja, mit Verlaub, ich erinnere mich noch gut an die Debatte zur ursprünglichen NWS. Ich erinnere daran, dass Sie sich derzeit strikt gegen ein ambitioniertes Elektrolyseziel ausgesprochen haben. Sie haben sich gewehrt, maximal 3 GW sollten bis 2030 entstehen. Das unionsgeführte BMWI unter Peter Altmaier musste damals zugestehen, dass es eben mehr sein muss. Und übrigens, nur das konsequente Insistieren des damaligen Finanzministers und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz hat dazu geführt, dass wir heute die Blockade gelöst bekommen haben. Und so wurden nämlich tatsächlich in unserer Fortschreibung und in der Strategie damals 10 GW festgeschrieben, bis 35. Und heute, schon im Koalitionsvertrag, hat die Ampel angelegt, 10 GW verbindlich von 35 auf 30 vorzuziehen. Also, wir sind ambitionierter geworden.
Und natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich hätte gerne die Fortschreibung der MBS schon im letzten Jahr verabschiedet gesehen. Aber da ist Putins Krieg. Und ist ja wohl klar, dass da natürlich die Dinge anders sortiert werden mussten. Aber ich kann Ihnen auch versichern, dass die Ressourcen und das Kanzleramt an der Fortschreibung fest arbeiten. Und ich bin sicher, dass es hier zeitnah zu einem guten Ergebnis kommen wird. Liebe Union, ich will durchaus anerkennen, dass in dem vorliegenden Antrag gute Impulse enthalten sind. Allerdings im Wesentlichen diejenigen, welche die Ampel bereits im Angriff genommen hat. Vor diesem Hintergrund wirkt der Vorwurf der Union, die Koalition hätte nur Strom im Blick, etwas eigenartig. Nur einige Beispiele. Sie fordern 10GW und MWS-Fortschreibung, ist demnächst fertig. Sie fordern eine Importstrategie, bereits angekündigt, kommt noch dieses Jahr. Habe ich übrigens schon 2020 gefordert. Das unionsgeführte BMW lehnte das damals ab. Lehnt es ab. Sie fordern ein EU-weites Bilanzierungssystem für Wasserstoff, ist schon in der Mache. Sie weisen ja selbst auf GRED 3 hin. Stichwort Massenbilanzierung. Die Ampel hat mit dem Herkunftsnachweisregistergesetz übrigens bereits die nationale Vorstufe davon gezündet, im Dezember 2022. Sie fordern den Aufbau eines Startnetzes. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Sie verweisen in diesem Kontext auf die IPSAIS. Hier gibt es tatsächlich bedauernswerte Verzögerungen. Können Sie mal Ursula von der Leyen sagen. Richtig ist auch der Hinweis auf die Unbundling-Regeln in der Gasmarktbinnenrichtlinie der EU. Ich verweise in diesen Punkten ausdrücklich auf das Positionspapier meiner Fraktion zur H2-Infrastrukturregulierung, beschlossen übrigens schon im März. Vergessen haben Sie scheinbar auch die neue H2-Ausschreibungssystematik aus dem Osterpaket letzten Jahres sowie die Planungs- und Genehmigungsvereinfachung aus der kleinen Baugesetzbuchnovelle. Also summa summarum. 3GW mit Ihnen aus dem unionsgeführten BMWi versus mehr als dreimal so viel mit uns, das 5 Jahre früher mit Olaf Scholz und der Ampel, plus alles, was ich aufzählte, so viel zum Thema Fortschritt. Ehrlich gesagt, mit dieser Perspektive kommen Sie über das Niveau eines Schaufensterantrags leider nicht hinaus. Durchaus allerdings finde ich hingegen, Sie merken, jetzt kommt die untere Scheibe des Sandwich, Ihren Vorschlag, eine turnusmäßige Fortschreibung der MWS anzusetzen, in Verbindung mit dem entsprechenden Bericht. Außerdem gibt es noch einige weitere Punkte, Wasserstoffreserve, Umsetzung der A4, Infrastruktur für H2-Derivate beispielsweise. Ich gehe davon aus, dass wir den konstruktiven Dialog fortführen können, insbesondere im Ausschuss, denn dahin geht ja Ihr Antrag. Und dann können Sie sich einbringen, sehr konstruktiv, beim Wasserstoffbeschleunigungsgesetz. Das ist dann Ihre Gelegenheit, mit uns gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir gut und tatkräftig vorwärts kommen. In diesem Sinne, vielen Dank, bleiben Sie lustig und gesund. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Dr. Rainer Kraft. Geschätzte Präsidentin, werte Kollegen, ja, der Antrag der Union zum Thema Wasserstoff, er ist ein bisschen was fürs Schaufenster. Pragmatisch, schnell und technologieoffen soll es sein und die Wirtschaft soll es auch stärken. Nun, liebe Kollegen, der grundsätzliche Fehler des Antrags beginnt bereits im allerersten Satz. Zitat: Wasserstoff ist der Schlüssel für eine starke und klimafreundliche Volkswirtschaft. Zitat Ende. Dieser Satz ist falsch. Richtig ist, Wasserstoff ist eine von mehreren Möglichkeiten, Energie chemisch zu speichern, für Volkswirtschaften, die so dumm sind, sich bei ihrer Stromerzeugung auf stark schwankende Energieträger zu verlassen und deswegen verzweifelt nach einer Möglichkeit suchen, die Energie von Woche zu Woche, Monat zu Monat oder vom Sommer in den Winter hinüber zu retten, koste es, was es wolle. Noch dazu, Wasserstoff ist eine volkswirtschaftlich eher schlechtere Methode, dies zu tun. Er ist schlecht handhabbar, hat eine geringe Energiedichte, hat die Tendenz zur Bildung zündfähiger explosiver Gemische und er verflüchtigt sich bei Lagerung. Aber, zugegeben, das geben Sie im Antrag ganz offen zu und erwähnen deswegen die entsprechenden Wasserstoffderivate. Aber damit haben Sie sich selbst ja auch die Antwort auf die Frage nach der Bedeutung des Wasserstoffs gegeben. Diese wird immer nur Mittel zum Zweck sein können. Die Bedeutung bei Lagerung, Transport und Logistik in größeren Mengen wird immer auf Seiten der Derivate liegen. Zur Erzeugung all dieser Stoffe braucht es Energie. Viel Energie. Energie, und das gehört so weit dazu, die wir gar nicht haben. Allein seit gestern Abend bis heute musste Deutschland 10 Gigawatt und mehr kontinuierlich importieren, damit bei uns die Lichter anbleiben.
hauptsächlich aus den Ländern Frankreich, Tschechien und Schweden, also den traditionellen Kernkraftländern. Und weil Sie alle hier die heimischen Kernkraftwerke abgeschaltet haben, müssen uns fremde Kernkraftwerke retten. Liebe Union, in Ihrem Antrag steht jedoch nirgends, wo diese riesigen Energiemengen zuverlässig und preisgünstig herkommen sollen. Und ja, es muss gesagt werden, auch wegen Ihnen sind ja 17 sichere und zuverlässige deutsche Kernkraftwerke vom Netz gegangen. Die Schlüsselfrage bei der Herstellung von Wasserstoff ist aber preiswerte und zuverlässige Energie und sehr viel davon. Dazu einfach mal zwei Szenarien. Szenario 1. Im Land A wird manchmal etwas Wasserstoff erzeugt, wenn die Sonne hoch am Himmel steht und der Wind kräftig weht. Die Produktion des Wasserstoffes ist unzuverlässig, als Folge sind die Gestehungskosten hoch. Szenario 2. Im Land B läuft der Elektrolyseur Tag und Nacht durch, die Produktion ist also zuverlässig und planbar, die Gestehungskosten von Wasserstoff entsprechend niedrig. Und nun die Frage, welches Erzeugungsszenario hat da wohl eine marktwirtschaftliche Zukunft auf der Welt? Ja, ganz richtig, Szenario 2 hat es. Wir aber in Deutschland, wir leben Szenario 1 aus, dank Ihres Atomausstieges. Viele teure Elektrolyseure sollen teils wochenlang ungenutzt herumstehen, bis die Dunkelflaute einmal wieder vorbei ist, um mal wieder etwas Wasserstoff zu produzieren. Das ist teuer und ineffizient. Eben typische sozialistische Planwirtschaft. Im genannten zweiten, besseren Szenario gibt es mittels zahlreicher zuverlässiger Kraftwerke und ja, zum Beispiel natürlich Kernkraftwerke, die dann auch noch ihren CO2-Fetisch bedienen würden. Große Mengen an preiswerten und planbaren Wasserstoff. Und jetzt bleibt mir nur noch übrig, zuletzt den Logikfehler und den großen weißen Elefanten im Raum anzusprechen. Wenn ich denn zur Herstellung von großen zuverlässigen Mengen an Wasserstoff große Mengen an zuverlässigem Strom habe, um eben diesen Wasserstoff herzustellen, ja, dann brauche ich gar keinen Wasserstoff mehr, um als Energiespeicher um Energie von den stromstarken zu den stromschwachen Zeiten zu bringen, denn ich habe ja bereits eine große Energiemenge von zuverlässigem Strom. Großen Bedarf an Wasserstoff haben daher nur energiepolitisch gescheiterte Volkswirtschaften. Lassen wir Deutschland nicht zu solch einer werden, beginnen wir jetzt mit der Planung von sehr viel zuverlässiger und preiswerter Energie in Deutschland und den Kraftwerken, die diese in Zukunft für den Erhalt von Arbeitsplätzen und Wohlstand in Deutschland erzeugen. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Dr. Ingrid Nestle. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kraft, es ist schon faszinierend, dass die Realität für Sie doch relativ wenig relevant zu sein scheint. Fakt ist ja, es ist genau andersrum, was Sie gerade gesagt haben. Im letzten Herbst haben wir die Versorgungssicherheit von Frankreich gerettet, als dort ein Großteil der Atomkraftwerke nicht zur Verfügung stand. Und es waren ganz bestimmt nicht die drei Atomkraftwerke aus Deutschland, die das Zehnfache an Ausfall in Frankreich gerettet haben. Wir waren es mit den erneuerbaren Energien. Aber zurück zum Thema, denn Wasserstoff ist ja zweifellos ein wichtiges Thema, das teilen wir sehr. Und wie mein Kollege Herr Rimkus schon darauf hingewiesen hat, haben wir auch schon sehr viel an dieser Stelle getan. Deshalb hätte ich mich auch wirklich gefreut über einen Antrag, ja, der neue Konzepte liefert, der bei den notwendigen Entscheidungen, die natürlich anstehen, ja, wenn aus Ideen konkrete Pipelines, konkrete Elektrolyseure, konkrete Speicher werden sollen, der konkrete Entscheidungen an dieser Stelle vornimmt. Stattdessen ist der Antrag leider eher ein Sammelsurium von Schlagwörtern, von Forderungen, die wir längst erfüllt haben. Mein Kollege hat schon einige genannt. Ich nenne es nur noch mal beispielhaft H2 global, das stark nach vorne gebracht wird. Er ist in sich auch nicht ganz schlüssig. Strom haben wir noch nicht. Ach, Sie mal, ich dachte, es kommt aus der CDU. Entschuldigung. Das habe ich auch schon festgestellt, dass Sie sich mit Strom nicht so richtig auskennen. Das hatte ich am Anfang schon erwähnt. Also, ich bin jetzt bei der Union und Ihrem Antrag, und Sie schreiben am Anfang ganz zu Recht, und Sie haben es ja gerade auch sehr betont in Ihrer Rede, dass wir Geschwindigkeit brauchen. Ja, dass wir schnell werden müssen. Ja, das teile ich voll und ganz. Ich habe allerdings wenig Vorschläge gefunden. Ich glaube, sie sind sehr rar in Ihrem Antrag, die wirklich Geschwindigkeit liefern können. Stattdessen kommen Ideen wie türkisener Wasserstoff, von dem selbst die Unternehmen, die investieren, ja sagen, dass es in diesem Jahrzehnt nicht mal aus dem Pilotstadium rauskommt. Das ist nicht Geschwindigkeit. Konkret genannt haben Sie den Inflation Reduction Act. Ich bin mir nicht sicher, ich bin eher sehr skeptisch, ob Ihre Hausherrscher dabei sind, dass der Inflation Reduction Act eine Kopie dessen jetzt tatsächlich die Lösung ist, wie wir Geschwindigkeit hinbekommen. Sie sind angekommen in der Opposition der billigen Botschaften.
viele Wünsche in einem Antrag, und ich glaube, das finde ich fast das Schwierigste. Es ist sehr viel Wünsch dir was in diesem Antrag drin, und ich will jetzt wieder nur ein Beispiel herausgreifen. Sie fordern, Punkt 3a, 4 Leitungssysteme parallel aufzubauen. 1 für Erdgas, 1 für Wasserstoff, 1 für Ammoniak und 1 für CO2. Ich sage es mal ganz vorsichtig, ja, um schnell sein zu wollen, da muss man manchmal ein bisschen priorisieren. Und ich glaube, 4 parallele Leitungsnetze sind jetzt gerade nicht die Priorität. Als Letztes, tatsächlich, man braucht Strom. Sie haben ganz zu Recht gesagt, wir sind bei Ihnen, Wasserstoff aus dem Inland und aus dem Ausland. Für Wasserstoff aus dem Inland, da braucht man Strom, da braucht man erneuerbare Energien. Ja, und wer hat denn die ganze Zeit die erneuerbaren Energien systematisch runtergebremst? Das waren Sie in Ihrer Regierungszeit. Und deswegen gehört zu all dem, was Kollege Rimpel schon gesagt hat, was wir gemacht haben über H2 Global. Wir haben 8,8 Gigawatt Elektrolyseure im EEG den Rahmen geschaffen. Wasserstoffkraftwerke plus Elektrolyseure. Wir haben Wasserstoff für die Industrie auf den Weg gebracht. Wir haben dafür gesorgt, dass Importterminals, kommen Sie bitte zum Schluss, Wasserstoff ready gebaut werden. Und wir haben eben dafür gesorgt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien auf die Überholspur kommt, denn das braucht man für Wasserstoff. Herzlichen Dank. Und für die Fraktion Die Linke hat das Wort Klaus Ernst. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, also ich weiß jetzt nicht genau, ob man wirklich da in diese parteipolitische Klein-Klein geht, in der Weise, dass man sagt, ihr habt da was gemacht, das hatten wir schon viel besser und das, was ihr, das ist viel zu wichtig, das Thema. Sondern wir sollten, ja, Andreas, du hast ja recht, aber trotzdem, wenn wir hier so debattieren, statt dass wir gucken, wo sind wir eigentlich gemeinsam auf dem Weg, was haben wir gemeinsam hinzukriegen, das ist, glaube ich, hier viel weiter angesagt, als das so differenzieren zu teilen. Ich finde, der Antrag geht im Prinzip in die richtige Richtung. Wasserstoff muss künftig Öl und Gas ersetzen. Vorteil ist keine Umweltbelastung, Speicherfähigkeit, positive Umweltbilanz, sofern der Wasserstoff grün hergestellt wird. Das ist natürlich der entscheidende Punkt. Wir müssen möglichst schnell im Ausbau Erneuerbaren vorankommen, um das hinzukriegen. Aber ich glaube, darüber sind wir uns weitgehend einig. Wasserstoff ist künftig eine Energie, die in allen Bereichen eingesetzt werden kann. Industrie, Wärme, Mobilität. Deshalb halte ich persönlich so Debatten wie die Frage, bestimmte Bereiche auszuschließen und zu sagen, da kriegt er keinen Wasserstoff, sondern der darf nur in einem Bereich gehen, den halte ich für absurd. Es ist nicht die Frage zur Zeit, wo wir den Wasserstoff verwenden, sondern eher, wie wir ihn herkriegen. Da ist unser Problem. Und da, finde ich, hat die CDU durchaus vernünftige Vorschläge gemacht. Wie kriegen wir den her? Zum einen natürlich Produktion, zum anderen aber auch Importe. Wir hatten gerade ein Gespräch zusammen mit den Freunden der Arabischen Emirate, die bereit wären, das zu liefern. Die haben auch schon geliefert im letzten Jahr. Also ich kann sagen, das ist der richtige Weg, dass man auch auf Import von Wasserstoff setzt. Eine richtige Strategie. Und deshalb müssen wir in dem Bereich des Ausbaus der Energiepartnerschaften auch tatsächlich schneller werden, wenn wir tatsächlich schnell einen Wasserstoffhochlauf hinkriegen wollen. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, den man auch ansprechen kann. Schlüssel beim Ausbau von Wasserstoff werden auch die Netze einnehmen. Und dazu können die Netze, die wir haben, die Gasnetze, eine wichtige Rolle spielen. Wir haben Gasnetze 500.000 Kilometer Länge, Wiederbeschaffungswert 270 Milliarden, 20 Millionen Menschen werden zurzeit und 1,6 Millionen Industriebetriebe werden damit versorgt. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, statt das als Reservoir zu begreifen, als Schatz, den man verwenden kann, auch bei der Energiewende, lese ich dann, dass Herr Greichen darüber fabuliert in der Welt im letzten Jahr, Rückbau der Gasnetze, also rausreißen und weg. Tut mir leid, da habe ich kein Verständnis, das halte ich für absurd und bringt die Energiewende auch nicht voran, meine Damen und Herren. Hintergrund ist wohl, dass eine Energiewende sehr einseitig, nicht technologieoffen erzwungen werden soll, einseitig auf Wärmepumpen. Meine Zeit ist leider ab, schade eigentlich. Ne? deshalb möchte ich trotzdem diesen Antrag der Union nicht verteufeln. Im Gegensatz, hat richtige Ansätze, gute Grundlage für die weitere Debatte. Und für die FDP-Fraktion spricht Till Mansmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Kollegen von der Union, Sie machen sich Sorgen über das Tempo des Hochlaufs der Wasserstoffwirtschaft weltweit. Und ich kann das gut verstehen, ich mache mir die Sorge auch. Es machen sich viele Leute die Sorge, wer sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, der weiß, wie schwierig das ist, dieses wirklich ganz fundamentale Henne- und Ei-Problem, was wir da haben. Auch die Presse macht sich Sorgen. Mit der Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich aus der Wirtschaftswoche. Nach vielen Gesprächen mit der Wirtschaft, mit Verbänden, aber auch mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft bin ich überzeugt, wir können und wir müssen noch deutlich mehr tun, um international nicht den Anschluss zu verlieren. Interessant ist, wer das gesagt hat. Das war nämlich der sehr geschätzte ehemalige Kollege dieses Hohen Hauses, Dr. Stefan Kaufmann, der damalige Innovationsbeauftragte für grünen Wasserstoff im Bundesministerium für Bildung und Forschung und damit mein Vorgänger in diesem Amt. Und er hat es gesagt im September 2021. Und damit in Kommentierung zu Ihrer damaligen Wasserstoffstrategie. Und ich gebe dem Kollegen Rimbus absolut recht, dass das, was Sie jetzt hier vorgelegt haben, im Grunde genommen die Korrektur dieser ersten Wasserstoffstrategie ist, ganz im Sinne von dem, was wir in den letzten Monaten erarbeitet haben und was Sie, wie Sie selbst, Herr Kollege Grünmann, in Ihrer Rede gesagt haben, aus einem geleakten Dokument jetzt entnommen haben. Und das sind tatsächlich doch Sachen drin, da ich gebe Ihnen, also wenn ich diesen ganzen Antrag lese, mir gefällt da sehr, sehr viel an diesem Antrag. Da ist sehr vieles richtig, eben genau die Sachen vor allen Dingen, die wir eben auch vorgelegt haben. Sie fordern, dass wir uns in den Farben öffnen. Ja, genau das wird doch jetzt geschehen. Und deswegen war ja auch Bundesminister Habeck in Norwegen und hat darüber ausdrücklich gesprochen und das wurde auch öffentlich bekannt gegeben. Und ich freue mich darüber. Aber nicht nur die Nutzung der verschiedenen Farben, auch die Importstrategie, die Sie anmahnen. Die haben Sie ja nicht vorgelegt damals bis 2021. Das sind wir jetzt dabei, das zu machen, weil wir wissen, wie wichtig das Ganze ist. Auch die Technologieoffenheit. Zum Beispiel auch in Richtung E-Fuels, weil, was die ganze Zeit auch in Ihrer Strategie damals noch unterschätzt wurde, wir sprechen nicht nur von Energie. Wenn wir heute in Deutschland ganz viel fossile Stoffe importieren, dann importieren wir eben auch Moleküle als Grundstoffe für die chemische Industrie. Und auch da müssen wir viele Prozesse ersetzen oder werden wir auch 10 Moleküle brauchen. Sie benennen das richtig, aber wir haben das eben auch schon erkannt und sind eben daran, das aufzubauen. Und auch die zu schaffende Elektrolyseleistung, da stand bei Ihnen noch 5, wir haben im Koalitionsvertrag geschrieben 10 und das wird nachher auch in der Strategie so stehen. Also, liebe Kollegen von der Union, was Sie da gemacht haben, ist Eulen nach Athen zu tragen. Aber ich bin Ihnen trotzdem dankbar, dass Sie es vorgelegt haben, weil ich wichtig finde, dass wir das nicht nur auf der Regierungsseite zwischen den Ressorts machen, sondern dass wir es auch hier im Parlament kompetent diskutieren. Und da haben Sie auch tolle Ansprechpartner, das haben Sie auch gerade gehört. Der Kollege Rimkus kennt sich hervorragend aus und ich stehe auch für Gespräche immer gern zur Verfügung. Wir haben, müsste sagen, ganz viele Programme, die damals auch schon bei Ihnen aufgelegt worden sind, auch weiterentwickelt. Wir haben jetzt zum Beispiel für TransHide, das ist ein Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, da geht es darum, dass man Transportwege erforscht, weil wir natürlich wissen, wie schwierig das ist, dieses sehr flüchtige Gas und auch durchaus gefährliche Stoffe wie Ammoniak zu transportieren, dass wir uns überlegen müssen, wie wir das machen. Da haben wir mittlerweile schon über 120 Millionen Euro ausgegeben und auch in diesem Jahr ist der Mittelabfluss nochmal im Bereich von 40 Millionen Euro. H2Giga, das ist das Programm, mit dem wir den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft an ganz vielen Stellen fördern, weil es da um ganz viele Innovationen geht, weil wir natürlich wissen, wenn wir einen Elektrolyseur um 1-2% in der Leistung steigern, was das nachher bedeutet und was es auch für unser Land bedeutet, die Technologieführerschaft in diesem Bereich zu behalten. Da haben wir 500 Millionen Euro bereits ausgegeben. Und auch in diesem Jahr über 150 Millionen Euro. Das sind wir alle gemeinsam auf einem guten Weg. Ich möchte, nachdem ich zum Eingang einen Unionskollegen zitiert habe, zum Ausgang einen SPD-Kollegen, nämlich den bereits genannten Kollegen Andreas Rimkus, zitieren, der in einem Interview beim Energate Messenger gesagt hat, wir müssen beim Wasserstoff groß denken. Recht hat er, das wollen wir machen. Deswegen freue ich mich auf die Diskussion. Wir brauchen das hier im Parlament und wir machen das sehr gerne. Und wir werden in der nächsten Zeit dann eben auch diese Strategie vorlegen und dann werden wir gemeinsam dafür sorgen, dass der Wasserstoffhochlauf für Deutschland und die ganze Welt funktioniert. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion erteile ich das Wort Fabian Kramling. Frau
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Jahr 2020 hat die unionsgeführte Bundesregierung die nationale Wasserstoffstrategie aufgesetzt, mit dem klaren Ziel, Deutschland bei den Wasserstofftechnologien zur Nummer eins in der Welt zu machen. Der Ampel, und das hat man ja auch bei der Diskussion heute wieder gehört, war diese Strategie wohl nicht gut genug. Und deshalb hat sie in ihrem Koalitionsvertrag ein ambitioniertes Update versprochen. Und ich finde, nach eineinhalb Jahren kann man dann mal berechtigt nachfragen, was denn aus diesem ambitionierten Update aus dem Koalitionsvertrag geworden ist. Fakt ist, die Bundesregierung hat die Fortschreibung der Wasserstoffstrategie mehrmals vertagt, hat selbstgesetzte Deadlines gerissen. Das Konzept zum Wasserstoffnetz wurde kurzerhand um ein ganzes Jahr nach hinten verschoben, und das, obwohl gerade infolge des russischen Angriffskrieges der Ausbau der Wasserstoffhochlauf noch drängender geworden ist. So sieht es also aus, das ambitionierte Update dieser Regierung. Das ist die sogenannte Deutschlandgeschwindigkeit dieser Regierung. Ich stelle fest, das Versprechen haben Sie gebrochen. Und wir haben wertvolle Zeit verloren. Wichtige Investitionen bleiben auf der Strecke. Die Unternehmen verlieren die Geduld, gehen in andere Länder und schauen nach Möglichkeiten im Ausland. Und statt den Leitmarkt für Wasserstoff zu werden, droht Deutschland jetzt wegen mangelnder Schaffenskraft und auch wegen der mangelnden Einigkeit in dieser Regierung den Anschluss zu verlieren. Und da passt es dann auch ganz gut ins Bild, wenn der Minister vor kurzem darüber geklagt hat, dass in Deutschland alles länger dauert, dass der Abstimmungsbedarf sehr groß ist. Und ich habe mir dann das mal genauer angeschaut und habe mal bei der Regierung nachgefragt, wann denn der letzte Bund-Länder-Arbeitskreis Wasserstoff getagt hat. Der Bund-Länder-Arbeitskreis Wasserstoff hat in dieser Periode ein einziges Mal getagt, am 3. November 2021. Seitdem keinerlei Abstimmungen mit den Ländern. Die Energieminister der Länder wünschen sich die nächste Sitzung. Die nächste Sitzung ist noch nicht einmal geplant. So viel zur Deutschlandgeschwindigkeit. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Rimkus, Sie haben es angesprochen. Und mit Verlaub, wenn Sie so gut sind, und warum nutzen Sie dann nicht die Überproduktion von Energie aus den Erneuerbaren heute schon für die Produktion von Wasserstoff? Warum tun Sie das nicht? Wir brauchen für den Wasserstoffhochlauf im Wesentlichen erstmal ausreichende Netze, die Elektrolyseure. Dann machen Sie das. Gerade als Industriestandort mit einer sehr gut ausgebauten Gasinfrastruktur hat Deutschland alle Voraussetzungen, zur Wasserstoffdrehscheibe im Herzen von Europa zu werden. Dafür braucht es aber nicht nur die großen Fernleitungsnetze in allen Himmelsrichtungen mit unseren europäischen Nachbarn, sondern es braucht vor allen Dingen auch die Verteilnetze, damit der Wasserstoff auch dorthin kommt, wo er gebraucht wird, bei der Industrie, bei den Kraftwerken, in Wohnquartieren, wo wir auch zukünftig mit Wasserstoff heizen möchten, und natürlich auch bei unserem Mittelstand. Und unser Mittelstand, der braucht eine zuverlässige Energieversorgung und gerade auch beim Wasserstoffhochlauf Planungssicherheit. Aber gerade das Rückgrat unserer Gesellschaft lässt die Ampelregierung bei ihren Entscheidungen gefühlt systematisch unter den Tisch fallen. Das sehen wir gerade übrigens auch bei der Diskussion um einen Industriestrompreis. Und liebe Ampelfraktionen, Familienunternehmen sind nicht die Verhältnisse, die wir gerade im Wirtschaftsministerium erleben. Der Mittelstand, die Menschen in unserem Land brauchen Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Mit ihren Ankündigungen verunsichern Sie die Menschen. Handeln Sie endlich zum Wohle der Menschen in unserem Land. Und deshalb, Herr Kollege Gramling, lassen Sie eine Frage aus der Fraktion Die Grünen zu? Gerne. Von Frau Dr. Nestle. Herzlichen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja gerade zu Recht darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, unsere Industrie nicht im Stich zu lassen. Würden Sie denn zustimmen, dass es dort, wo es für Industrie notwendig ist, relativ schnell, also noch in diesem Jahrzehnt, an substanzielle Mengen von Wasserstoff ranzukommen, es richtig ist, den Wasserstoff für diese Industrie zu priorisieren? Natürlich. Danke. Verstehe Ihre Frage nicht. Aber am Ende des Tages geht es darum, wenn wir den Wasserstoffhochlauf, wenn der gelingen soll, dann erklären Sie mir mal, wie Sie die Verteilnetze aufgliedern wollen. Der Mittelstand sitzt nämlich auch in der Nähe zu Wohngebieten, und deswegen ist die Frage, die Sie hier gerade aufgeworfen haben, fragwürdig. Wir brauchen jetzt endlich die Wasserstoffstrategie dieser Bundesregierung für den Wasserstoffimport, für die Netze, für Speicher, für die Erzeugungsanlagen, und zwar nicht nur für die großen Elektrolyseure, über die wir heute schon viel gesprochen haben, sondern insbesondere auch für die kleinen dezentralen Anlagen, die energieintensiven Unternehmen es ermöglichen können, planbar schnell in Wasserstoff einzusteigen. Die Wirtschaft wartet auf Ihr Konzept. Wir haben einen Antrag vorgelegt.
Kommen Sie endlich Ihrem Versprechen nach und legen Sie die Wasserstoffstrategie hier im Hohen Haus endlich vor. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gasumlage wurde zur Chaosumlage und in letzter Minute einkassiert. Mit dem Abschalten der Kernkraftwerke wurde Angebot vom Markt genommen, weniger Angebot, höherer Preis, ein Industriestrompreis im Gespräch. Wann, ob und für wen dieser kommt, ist weiter ungewiss. Mit dem Heizungswahnsinn verkennt das Wirtschaftsministerium zum wiederholten Mal die Realität der Menschen in unserem Land. Und mit den Streitigkeiten bei der Wasserstoffstrategie wird der dringend notwendige Wasserstoffhochlauf gerade leichtsinnig von Ihnen verspielt. Minister Habeck, an Ihrem eigenen moralischen Anspruch sind Sie mit Ihrem Staatssekretär gescheitert. Räumen Sie ihn im Ministerium auf und handeln Sie endlich für die Menschen in unserem Land, für die Arbeitsplätze, für unseren Mittelstand und für unseren Wohlstand. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Bengt Bergt. Moin, Frau Präsidentin, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Grundmann, Sie kommen doch aus Stade, ne? Und Sie haben hier gerade rum erzählt von wegen, ja, es würde hier keine LNG-Ports geben, die Infrastruktur für CO2 würde nicht passieren. Ich glaube, gerade in Stade wird so ein Port geplant, ne? Die sind schon ziemlich weit, wenn ich mich recht erinnere. Und Dr. Kraft, Sie haben gerade aufgezählt, wie schlimm Wasserstoff ist. Es ist zündfähig, ist vielleicht eine positive Eigenschaft, es ist flüchtig, es kann brennen. Haben Sie schon mal Wasserstoff bzw. auch Erdgas oder Benzin versucht in der Hand zu halten? Das ist auch flüssig, brennt auch. Sie lamentieren hier rum, als wären Sie ein Höhlenmensch, der das erste Mal Feuer sieht und hätten Angst vor Feuer. Sie sind der erste Physiker, den ich kenne, der Angst vor Feuer hat. Also das ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig. Und Herr Gramling, ich habe einen Eindruck dargestellt. Herr Gramling, Sie erzählen die ganze Zeit, wir hätten Zeit verloren. Sie haben schon mitbekommen, dass da ein kleiner, nicht ganz unerheblicher Krieg vor unseren Toren tobt. Dass 50% der Gaslieferungen verloren gegangen sind, beziehungsweise wir uns Gedanken machen mussten, wie wir das wieder auf die Beine stellen. Ein Jahr Verzug bei 16 Jahren Tiefschlaf ist, glaube ich, durchaus in Ordnung. Deswegen geben wir jetzt richtig Gas. Denn wir haben was vor. Wir haben die Aufgabe, die Energieversorgung der Zukunft auf die Beine zu stellen und nichts weniger zu tun, als die viertgrößte Wirtschaft der Welt auf neue Beine zu stellen. Und aus sozialdemokratischer Sicht müssen wir natürlich Strom, Brennstoffe und Wärme zuverlässig, bezahlbar und sauber halten. Das ist klar, wir wollen in eine CO2-neutrale Zukunft gehen. Dafür wird vor allem blauer und grüner Wasserstoff ein wichtiger Teil sein dieser Energieversorgung. Transformation und Diversifizierung unserer Versorgungsstruktur muss noch dazu geplant werden, denn wir sind ja gerade mächtig auf die Nase gefallen damit. Wir wollen unabhängig werden von autoritären Staaten, wir wollen es erschwinglich halten, auch für Klein- und Mittelverdiener, und wir wollen es so CO2-arm machen, wie es irgend geht. Und dafür müssen wir, das ist das Wichtigste von allen, wirklich die Rahmenbedingungen schaffen für die Regulierung. Wir müssen die EU-Gasbinnenmarktrichtlinie umsetzen und wir müssen darauf achten, dass es finanzierbar wird und die Investitionsrisiken klein gehalten werden. Wir müssen die Brücke bauen, um den Hochlauf sicherzustellen und Rentabilität zu sichern. Und diese Sicherheit für Investitionen, die wir für die Planung und Investitionen schaffen wollen, müssen zügig vorangehen und sie müssen zuverlässig sein und es muss eine Wasserstoffinfrastruktur geben. Dazu kommt, das ist ja nicht wenig, der Aufbau von Produktions- und Beschaffungskapazitäten. Und da sind wir bereits auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir schreiten voran, denn die Ausbauzahlen gehen höher und höher. Die nationale Wasserstoffstrategie, Kollege Rimkus hat das gerade schon erwähnt, das werde ich nicht noch mal ausführen, ist auf dem Wege. Und wir haben es ja schon letztes Jahr mitgedacht, als wir uns auf den erneuerbaren Weg gemacht haben. Wir haben auch dabei mitgedacht, als wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt in eine schneller Reaktion für Erdgas sorgen. Wir haben es im LNG-Gesetz schon mitgedacht, denn die LNG-Ports werden bereits wasserstoffready geplant werden, die Onshore-Ports. Wir haben es auf dem Windseegesetz mitgedacht. Wir haben nicht nur gesagt, da wird nur Strom hergestellt. Nee, nee, nee. Wir haben da schon 3,5 Gigawatt an Elektrolyseursleistung onshore vorgesehen. Wir haben eine 2-Gigawatt-Pipeline vorgesehen. Und wir haben die ersten Demonstratorplanungen vor Helgoland. Denn da stehen Windparks ohne Ende. Kaskasi, Meerwind Nord, Ost und Süd mit 300 Megawatt Produktionsleistung. Und wir hätten den Demonstrator auf der Insel. Die ist energiearm und wir können dort endlich dafür sorgen, dass wir dort eine gute Energieversorgung hinbekommen. Denn die heizen immer noch mit Öl. Und das kann ja wohl nicht sein. Und wir wollen weiter die Möglichkeit zur Nutzung des überschüssigen Stroms aus Windenergieanlagen zur Wasserstoffproduktion auch an Land schaffen. Das haben wir auch schon vorgesehen, indem wir das Baugesetzbuch novelliert haben. Da schafft es jetzt 300 Quadratmeter an den jeweiligen Windenergieanlagen, können jetzt direkt verwendet werden, um Wasserstoff herzustellen. Das ist zufällig, Wunder auf Wunder, genug, um 2 40-Fuß-Container hinzustellen. Das ist das genau das Maß, was wir brauchen, um zu speichern und herzustellen und Systemintegration zu leben. Wir haben
den Privilegierungstatbestand für Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff bereits in Kraft, das ist schon da, und die direkte Nutzung und Speicherung des nicht eingespeisten Stroms vor Ort ist bereits möglich. Wir wollen nutzen statt abregeln. Wir wollen weg von den hohen Kosten für die Abregelung. Da kann ich als Schleswig-Holsteiner ein Lied von singen. Das waren 800 Millionen im vorletzten Jahr. Insgesamt deutschlandweit sind wir bei 2,3 Milliarden. Und interessanterweise, komisch, oh komisch, seit wir die AKWs abgeschaltet haben, sinken diese Kosten. Denn die drei AKWs haben über 6.000 Windturbinen aus dem Netz gedrückt. Es sind 20 Euro ist es günstiger geworden pro Megawattstunde und wir haben 10% mehr erneuerbaren Strom im Netz. Das ist der Beweis dafür. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung der vollständigen Ausnutzung erneuerbarer Energien und der Sicherstellung der Energieversorgung. Denn wir wollen Netzdienlichkeit. Wir wollen dahin kommen, dass wir gute Netze haben. Und die ersten Projekte sind bereits in der Umsetzung. Und das ist uns als SPD-Bundestagsfraktion natürlich sehr wichtig. Wir wollen auf Elektronen und Moleküle setzen. Denn eine reine strombasierte Versorgungsinfrastruktur ist nicht sinnvoll. Denn wir müssen end-to-end denken. Wir müssen schauen, wie viel Investitionen braucht es unbedingt. Und wenn ich mir anschaue, was es kostet, ein Stromkabel zu legen, oder was es kostet, eine Pipeline zu nutzen, die schon da ist, wie viel an Energie da durchpasst, dann ist es nur pragmatisch, günstig und richtig, dafür zu sorgen, dass wir die bestehenden Assets nutzen. Natürlich müssen wir die Wasserstoffinfrastruktur wirklich vordenken und wir müssen die bereits bestehende Infrastruktur H2-ready machen. Das geht nicht von heute auf morgen. Da haben wir noch ein bisschen was vor und das ist auch gut so. Denn wir wollen ja den Wirtschaftsstandort Deutschland weiterhin sichern. Und das werden wir auch schaffen, indem wir ganz gespannt, entspannt, aber mit einem guten pragmatischen Blick nach vorne gehen. Das wird alles in diesem Jahr passieren und Sie werden sich wundern. Es wird Sie sehr schnell einholen, denn Sie müssen langsam aufwachen. 16 Jahre Schlaf sind genug, jetzt sind wir dran und es geht los. Kommen Sie zum Schluss. Danke. Und da Sie Herrn Dr. Kraft persönlich angesprochen haben, hat er jetzt die Möglichkeit zu einer persönlichen Erklärung, die er gern wahrnehmen möchte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich werde mich kurz fassen. Zum Ersten, ich bin kein Physiker, ich bin Chemiker. Bitte das zur Kenntnis zu nehmen. Zweitens, wir wollen diesen Höhlenmenschenvergleich nicht nochmal wiederholen. Wenn für Sie brennbare Gase alles das Gleiche sind, ist es schön für Sie. Aber lassen Sie sich gesagt sein, es gibt da signifikante Unterschiede. Wasserstoff ist ein sehr, sehr kleines Molekül. Es hat die Tendenz zur Diffusion, das heißt auch die Wanderung durch metallische Rohrleitungen hindurch. Im chemischen Anlagenbau sind deswegen Rohrleitungen, die für Erdgas geeignet sind, für Wasserstoff ungeeignet. Chemische Rohrleitungen oder Rohrleitungen im chemischen Anlagenbau müssen voll verschweißt sein und aus Edelstahl. Die Explosionsgrenzen von Erdgas bewegen sich zwischen 4% und 9% Volumenprozent. Das heißt, auf der sehr sauerstoffreichen Seite werden sich die von Wasserstoff zwischen 4% und 75% bewegen. Das heißt, sowohl von der sauerstoffreichen bis zur wasserstoffreichen Seite. Das heißt, solch ein Gemisch herzustellen, ist sehr, sehr viel wahrscheinlicher bei einem unbeabsichtigten Diffusionsaustritt von Wasserstoff in Wohnquartieren, wo Sie es haben wollen, oder industriellen Anlagen. Oder abschließend, um es mit den Worten eines Mitglieds vom TÜV Süd zu einer Sicherheitsbetrachtung zu sagen, Wasserstoff hat den Spaßfaktor null. Also versteht die SPD. Vielen Dank. Dann führen wir die Debatte fort. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat als letzte Rednerin jetzt in der Debatte das Wort Caroline Otte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Union. Natürlich brauchen wir in Zukunft grünen Wasserstoff für unsere Industrie. Und wir brauchen auch mehr Tempo. Das bezweifelt auch niemand. Es wird in Zukunft Bereiche geben, in denen wir mit Strom nicht weiterkommen. In der Schwerindustrie, die Chemiebranche oder der Schiffverkehr. Wir müssen aber priorisieren. Und ich will auf einen anderen Anwendungsfall von Wasserstoff eingehen, den Sie hier auch aufmachen. Machen Sie sich bitte ehrlich in der Debatte. Und dazu gehört klar anzuerkennen, dass alle seriösen Studien uns sagen, dass Wasserstoff in der Wärmeversorgung nur eine sehr, sehr kleine Rolle spielen kann. Es wird Fälle geben, in denen es Sinn ergibt. Dort, wo die Industrie den Wasserstoff direkt vor Ort braucht, oder Wasserstoff als Speichermedium genutzt wird. Dort kann Wasserstoff auch in Wärmenetzen genutzt werden. Wir reden aber über einen so kleinen Teil der Lösung. Und wir reden ganz definitiv nicht über H2-Ready-Heizung. Das kann für den ganz großen Teil von Deutschland auf gar keinen Fall die Lösung sein. Das wäre schon rein physikalisch, und darüber haben wir jetzt hier schon viel gesprochen, rein physikalisch absolut abwegig. Wasserstoff ist absehbar ein knappes Gut und wir müssen priorisieren.
Wenn ich eine Kilowattstunde Strom nehme und in einer Wärmepumpe in Wärme umsetze, dann kriege ich 2 bis 3 Kilowattstunden Wärme raus. Sie dürfen mir gerne auch zuhören an dieser Stelle. Wenn ich diese gleiche Kilowattstunde Strom nehme und den Umweg Wasserstoff nehme, dann kriege ich nur noch 0,7 Kilowattstunden Wärme hinten raus. Und egal, wie sehr ich diesen Prozess optimiere, ich werde immer hinten weniger Wärme rauskriegen, als wenn ich die Wärmepumpe benutze, die sich durch wirklich hohe Effizienz auszeichnet. Physikalische Grundlagen zu ignorieren und einfach technologieoffen zu sein, weil das so schön ist und dann wird das irgendwie schon. Das ist eine gefährliche Wette, die Sie da eingehen. Frau Otte, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Kraft zu? Nein. Wenn wir jetzt einfach die fossilen Gasnetze weiter betreiben und darauf hoffen, dass dort irgendwann überall Wasserstoff durchfließen wird, werden wir in 10 Jahren dastehen, Unsummen an Geld verschwendet haben für eine Infrastruktur und dann stellen wir fest, ups, Wasserstoff reicht nicht, ist irgendwie war nicht absehbar, Industrie braucht den wohl. Dann verbrennen wir weiter Erdgas und verabschieden uns endgültig von sämtlichen Klimaverpflichtungen, die wir eingegangen sind. Was wir jetzt brauchen, sind klare Vorgaben im Gebäudeenergiegesetz, verbindliche Wärmepläne in allen Kommunen und die Möglichkeit für Netzbetreiber, die Finanzierung ihrer Gasnetze an die sinkende Nachfrage in der Zukunft anzupassen. Das ist notwendig. Diese Verantwortung gehen wir ein. Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 19-06 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es Ihrerseits weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe nun auf.